da sind sie. Gran auch. Ihr kennt die Geschichte über diesen Wächter. Die Inkarnation von Hass und Magie. Er ist das Ziel. Keine Sorge. Fürst Knossos ist hier. Und die da. Angeber. Okay, alle mal herhören. Laren erhält Kraft, wenn wir Gegner besiegen und das Schlachtfeld kontrollieren. Sobald sie genügend Kraft hat, müssen wir gemeinsam mit ihr angreifen. Sie wird Gran kurz festhalten. Das ist unsere Gelegenheit. Und wenn sie ihn angreift und wir nicht verletzen, dann war unser Angriff umsonst? Genau. Wir müssen dieses Monster rechtzeitig verwunden. 3 Wunden und wir gewinnen. Der erste Wächter mit voller Kraft greift an. Wir müssen dafür sorgen, dass dies Laren und nicht Gran ist. Ich habe gehört, dass die Wächter Kraft erhalten, wenn wir Feinde töten. Das stimmt. Aber die meiste Kraft ziehen wir aus dem Schlachtfeld. Laren wird uns zeigen, wo und wann wir Kraft sammeln können. Auf unserer Seite können wir auch Kreaturen rufen, die Kraft für uns sammeln. Dies ist der sicherste Weg. Ihr könnt beim Einsammeln nicht kämpfen. Das überlasse ich lieber den anderen. Je mehr Punkte wir auf dem Schlachtfeld kontrollieren, desto mehr Kraft erhält Laren. Zudem sollten wir auf diesen Kraftkreisen Kreaturen beschwören, um sie zu sichern. Also sammeln Kreaturen nicht nur Kraft, sie können auch kämpfen? In der Tat. Und jede Kreatur hat einzigartige Fertigkeiten. Also beschwört eure Kreaturen mit Bedacht. Verstanden. Ihr solltet während der Beschwörung in der Nähe bleiben. Je mehr Helden, desto schneller die Beschwörung. Wenn die Kreatur stirbt, zählt dies als Tötung, die unseren Gegnern Kraft gewährt. Beschwört keine Kreatur, die ihr nicht verteidigen könnt. Was passiert, wenn der gegnerische Wächter angreift? Geht unsere Kraft verloren? Unsere gesammelte Kraft wird zu einem defensiven Schild. Je mehr Kraft, desto stärker der Schild. Doch selbst der stärkste Schild kann zerbrechen. Wenn ihr Wächter angreift, müssen wir zur Verteidigung bereit sein. Wir können sie ablenken, verlangsamen, aber... Wir sollten sie töten. Das gibt uns Kraft und stärkt unseren Schild. Ja, aber wenn wir fallen, erhält Gran mehr Kraft, wodurch er Laren länger festhalten kann. Unternehmt alles, um die Wunde zu verhindern, aber bleibt am Leben. Denkt daran. Sobald sich ein Wächter erholt, beginnt das Kräftesammeln erneut. Aber dann wollen wir angreifen. Sollten wir sonst noch was wissen? Die Wächter kämpfen um ihre Verbindung zum Schlachtfeld. Es ist ein Duell. Zum Ende der Schlacht werden sie den finalen Clash einleiten. Dabei stürmen sie nach vorn und nehmen alle Kraftkreise und Kreaturen mit sich. Das kleinere Schlachtfeld stellt eine größere Gefahr für uns dar. Trotzdem müssen wir weiterhin um Kraft kämpfen und unserem Wächter folgen. Der Clash währt so lange, bis nur noch einer der Wächter steht. Unserer! In Ordnung. Das ist der Plan. Auf geht's!